Willkommen zu einer Runde Old Pistols. Es tut mir unheimlich leid, dass am Sonntag kein CS-Video oder generell kein Video gekommen ist. Fuck it. Oh mein Gott. Das war wieder mal nur durch diesen behinderten Reload-Bug. Ohne Witz, das fuckt mich so hart ab, dieser Reload-Bug. Tut mir unheimlich leid, dass Sonntag kein Video gekommen ist. Ich habe jetzt auch seit über einer Woche kein CS mehr gespielt. Damit möchte ich einmal ganz kurz meinen anders Broken Aim entschuldigen. Ich war halt im Urlaub. Und ich habe jetzt halt nicht so krass Bock, mich im Urlaub irgendwie 4 Stunden, wenn ich am Strand sein kann oder sowas, mich da hinzusetzen und dann zu sagen, yo, ich schneide jetzt mal ein Video. Offen gestanden sind es mir da, die 2 Klicks sind es mir nicht wert, meinen halben Urlaub in der Mitte zu verbringen, so gefühlt. Bye, have a great time. Ist sogar ganz in Ordnung gerade. Also ich hätte gestern schon was aufnehmen können, offen gestanden. Lappen. Weißt du, er spielt Duel Beast und kriegt's nicht hin. Das ist so traurig as fuck. Ich hätte gestern definitiv was aufnehmen können, aber da habe ich eben mit Tim auf Twitch gestreamt, weil, keine Ahnung, hatte ich halt mehr Bock drauf gerade so in dem Moment. So, danke. Vlog wollte ich eigentlich gar nicht haben, aber hey, ist mir Wayne. Junge, also ganz kurz, wie trifft er irgendwas, während er dann rumjumpt, wie so ein Mongo dann abfasst? Egal, wir festnehmen jetzt. Da könnt ihr sehr gerne meine Streams auschecken. Ich habe mit Tim noch was Schönes geplant gestern Abend. Es wird, keine Ahnung, eine Woche werden wir bestimmt dafür noch brauchen. Oh, egal, wir festnehmen jetzt. Ganz ehrlich, wenn der gute Wille nicht hilft, dann hilft die Keck, nein. Eben ganz kurz. 93 und... Junge! Ganz kurz. Er hat mich im Laufen gepre-fired. Kann es sein, dass das ein Cheater ist? Also ich meine, der kam mir nie so krank an legit vor. Also ich dachte mir, alle Klicks, die er macht, kann man mit ein bisschen Luck hinbekommen. Irgendwie. Aber ich hatte halt schon die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, warte mal. Wie macht er das? Ich will ihm jetzt auch nichts so unterstellen, ob er doch wahrscheinlich schon oder gar. Dieser Reload-Bug, der fuckt mich so ab. Der hat mich eben schon mal das Leben gekostet. So, ganz entspannt. In der ersten Runde. Hätte ich denn diesen Reload-Bug nicht gehabt, ich hätte ihn weggefistet. Wieder aus dem Urlaub zurück. Aber ich muss mal gucken, weil ich habe... Oh, der Shot war sogar geil. Ich habe den gerade einen Headshot gegeben, ohne ihn wirklich zu sehen. Könnte ich, finde ich, immer so machen. Die Sache ist halt die, ich habe bald die Klausurenphase. Oder was heißt Klausuren? Ich habe... Es ist keine richtige Klausurenphase, wo ich dann so 70 Klausuren die halbe Woche schreibe. Aber ich habe so schöne Abschlussklausuren. Das sind dann so Mega-Klausuren, die sind tausendmal wichtiger als normale Klausuren. Und davon habe ich gleich einen Haufen Klausuren, für die ich wahrscheinlich so 100 Stunden lernen muss, wenn ich nicht komplett reinsacken will in der Klausur. Ganz kurz, ich bin jetzt kein Experte, aber wie war der so schnell bei mir? Und wie ist der so lust, dass er sich da noch die Runde noch nehmen lässt? Ich könnte mir jetzt halt vorstellen, weil er die ganze Zeit so... Okay. Weil er die ganze Zeit so Sachen macht, wo ich sagen würde, ja, okay, ihn ist das jetzt nicht so ganz. Kann ich mir halt wirklich vorstellen, dass er gleich einfach so auf ganz entspannt hingeht und sich im Boden dreht. Wenn ich so 15 Runden haben, macht er dann noch Overtime. Oder er hat keine Ahnung von Leben. Das kann natürlich auch sein. Also dann. Ist es arrogant, jetzt schon eine Abmord zu machen? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da.